is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Reinigung des Heiligtums. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Nach seiner Himmelfahrt begann unser Heiland seinen Dienst als unser Hohepriester. Paulus sagt, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. 1800 Jahre lang fand dieser Dienst in der ersten Abteilung des Heiligtums statt. Das Blut Christi, eingesetzt für reumütige Sünder, sichere ihnen die Vergebung und das Angenommensein vom Vater. Doch blieben ihre Sünden immer noch in den Berichtsbüchern stehen. Wie im Schattendienst am Ende des Jahres ein Versöhnungswerk zu tun war, so wird auch vor dem Abschluss des Erlösungswerkes Christi für Menschen ein Werk der Versöhnung zur Beseitigung der Sünde vom Heiligtum stattfinden. Dies ist der Dienst, der am Ende der 2300 Tage begann. Zu dieser Zeit betrat unser Hohepriester das Allerheiligste, um den letzten Abschnitt seines feierlichen Werkes abzuwickeln, die Reinigung des Heiligtums. Das Kommen Christi als unser Hohepriester ins Allerheiligste, das Heiligtum zu reinigen, wie in Daniel 8,14 geschildert wird, das Kommen des Menschensohns zum Uralten, wie in Daniel 7,13 dargestellt, sind dasselbe Ereignis. Es wird auch durch das Kommen des Bräutigams zur Hochzeit dargestellt, so wie es Jesus im Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 schildert. Die Reinigung des Heiligtums schließt ein Werk der Untersuchung ein, ein Werk des Gerichts. Dieses Werk muss vor dem Kommen Christi zur Rettung seines Volkes abgewickelt sein. Denn wenn er kommt, bringt er seinen Lohn mit, um jedem das zu geben, was seinen Werken entspricht. Am Tag der endgültigen Abrechnung wird weder Position, Rang noch Reichtum den einzelnen Fall auch nur um Haaresbreite ändern können. Der allwissende Gott wird die Menschen nach dem beurteilen, was sie in Bezug auf Reinheit, Adel und Liebe zu Christus sind. The Lord is coming. Are you ready?